to na naka mi shina be na be ta ta be a gala na la shi. Hallihallo, liebe Nachtschwärmer da draußen und willkommen zurück zu Trashy Pasta, den wohl trashigsten Pasten auf ganz YouTube, der einzigen Sendung, Podcast auf YouTube, in der nicht mal das Plusquam perfekt ist. Mhm. Nicht mal im Jahr 2021 kriege ich einen Lacher vom Alfie dafür, dankeschön. 2021 ist ein gutes Stichwort, lieber Alfie, wir haben ja seit Dezember, dem 24. letztes Jahr, keine Folge mehr aufgenommen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, wir hatten das schon eine. Ist korrekt. Und da werden sich jetzt viele fragen, wow, wir haben so ungefähr ein halbes Jahr lang Pause gemacht. Da habt ihr bestimmt was Großartiges vorbereitet. Stimmt, der Alfie hat ein halbes Jahr lang oder ungefähr ein halbes Jahr lang dafür gebraucht, für ein bestimmtes Projekt, was er jetzt gerne äußern würde. Bitteschön, Alfie, ich bin selbst gespannt. Ja, also... Ich habe herausgefunden, dass es ein Unterschied ist, ob man jetzt einen Holzboden im Ofen verbrennt oder einen Parkettboden. Ja, und da hatte ich halt so Folgen und so, und da musste ich ein paar Sachen abklären mit meiner Vermieterin. Wir haben heute auch dafür ein kleines, Boden ist ein gutes Stichwort, denn heute geht es in den Meeresboden. Das ist so das Thematam heute, Temi, Mehrzahl. Wir fangen an mit Algis, was euch so ein bisschen auf die falsche Folter, nee, Spur. Fährte. Danke. Bringen soll. Was haben wir denn danach, mein lieber Alfie? Oh ja, danach geht's aber rund. Wir gehen an den Meeresboden oder Meeresgrund, wie auch manche Leute nennen. Ja. Rund und rund, das war ein Reimschein, das erkläre ich dir dann nach der Aufnahme, was Reime sind. Okay. Mr. Krabs Rache tatsächlich. Da bin ich gerade wow. Reim gefallen. Hat ein bisschen gedauert. Wow. Entschuldigung, ja. Also Mr. Krabs Rache. Hm? Aber du erinnerst dich an die Geschichte der wahre Super Mario. Hm. Eine Geschichte, die du nie zu Gesicht bekamst. Ja. Mit Haar. Und jetzt gehen wir eben der Wahrheit auf die Spur. Mhm. Wir sind ja Vertreter der Wahrheit. Achso. Trademark. Okay. Und die wahre Geschichte plankt uns, damit starten wir. Wahrheit, Trademark. Ja, kauft euch das T-Shirt vom Giant, wo Wahrheit Trademark draufsteht. Mhm. Für 30 Euro nur in seinem Fanshop. Muss ich gar nicht, dass ich gar einen habe, denn das ist anscheinend auch vorbereitet in der Zeit. Sehr gut. Na, ich muss ja was machen, ne? Richtig. Ich kann doch nicht nur daheim rumsitzen und Däumchen drehen und an meinem Gaumen rumspielen, wie sie coolen Kids heutzutage sagen. Ja, wir haben danach noch eine Geschichte, also die letzte, ne? Wir waren beim die wahre Geschichte von Plankton, ne? Mhm. Da wissen wir das dann schon, aber was ist denn eigentlich jetzt das wahre Rezept vom Krabbenburger? Burger. Die Leute, die in Krabben leben. Die Überschrift ist schon so vielversprechend. Allerdings, mein Gott. Lieber Shaw, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Na, und ich erst. Ja. Mein Gott, wie startet es nun? Ich bin gespannt, lieber Giant. Leg los. Alles klar, wir beginnen mit Algis. Da fehlt schon mal, wahrscheinlich, wenn wir ausmachen, schockierendes Ende. Aber gut. Hi, ich bin ein 21-jähriger Student. Das ist schon mal creepy. Das sind zwei Leertasten da. das fällt einem das sofort auf. Das mit dem schockierenden Ende hätte ich schon fast vergessen. So lang ist es her. Wow. Ich bin ein sehr intelligenter Mensch und in den meisten Vorlesungen sehr gelangweilt. Deswegen, deswegen macht man auch nach Jähriger und Student immer zwei Leerzeichen. Das kapselt einen von den 99% ab. Aus diesem Grund schwänzte ich mit zwei meiner Freunden. Ich glaube, das intelligent ist paradoxon. Nee, ich glaube, das ist richtig. Ich schwänzte mit zwei meiner Freunde.
Freundin? Mit wem? Aus diesem Grund Mit schwänze ich meinen mit zwei Freunden. meiner Freundinnen. Mit wem schwänze ich? Mit zwei meiner Freunden. Es Freunde. klingt trotzdem Ja, scheiße. egal. Ich erzählte ihnen, Komma, das ich in einer Rune gelesen, dass ich von einer Rune gelesen hatte, die einem vor allem schützt. Das ist eine gute. Haggas, oder wie? Haggis. Haggalas? Nee. Nee, Haggis. was gab's denn? Nee, Hagrid. Ich sagte, dass diese Algis heißt. Gibt's die nicht auch in Binding of Isaac? Da kommt es mir auch gerade bekannt vor, ja. All Chiss. Oh, Cheddar Chiss. Wow. Wir fanden die Idee so abstrakt, Dass man eine Rune dass Algis nennt. wir alle eins davon in die Innenseiten unserer Kleidung zeichneten. Die Welle. Am nächsten Tag rannte einer meiner Freunde zu mir und erzählte mir, Komma, dass der Freund, der gestern auch bei mir war, wollte sich blöd vor. Wahrhaftig. Na, zur Überladung zur nächsten Pasta. Oh, stimmt, sehr gut. Also ist alles entangled. Der auch bei mir war, tot aufgefunden wurde. Jetzt wird's creepy. Oh, Scheiße. Er hatte die All-Chis-Rune mit einem großen Messer. Vorsicht hinter dir, Giant, ne? Steht ein Mann mit einem großen Messer. Ja, In tatsächlich, seine ja. Brust geschnitten und wurde. Ja. Schnitten in seine Brust geschnitten. Und einer Seite des Buches, die Schrift der Wikinger neben ihm liegen. Moment, was? Habe ich Scheiße vorgelesen? Und einer. Ach, In seine ja, Brust geschnitten egal. wurde und einer Seite des Buches die Schrift der Wikinger neben ihm liegen. Nee, das ist falsch. Neben ihm liegen, Digga. Ich dachte schon, das pisswarme Bier steigt mir wieder zu Kopf. Übrigens ein kleiner Pro-Tipp, so Lifehack. entfaltet sich der Geschmack des Bieres am besten. Ja, deswegen wird es in England auch immer warm serviert. Ich bat ich bat ihn hinein in mein Auto, damit schön warm wird, und sagte, dass ich mich noch kurz umziehen werde und ich gleich wieder da sei. Doch. Wieder. Oh, ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ich gleich wieder da sei. Jetzt ist mal sein Stierzeichen, ja. Doch als ich wieder. So machen das die intelligenten Leute. Die machen absichtlich Fehler rein. Das ist wie dieses, kennst du noch diese Motte? Ich weiß gar nicht, wie es hieß. Cicada 2011, 9-11, irgendwie sowas. Weißt du? Wo dann Leute gesammelt wurden. So ist das. Ja. Wohnzimmer kam, fragte mich mein Freund, woher ich dieses Buch hatte. Dabei deutete er auf das Buch Die Schrift der Wikinger. Das Exemplar mit der fehlenden Seite. Da werden nochmal andere Seiten aufgezogen. Geht ja gar nicht, die fehlt! Er rannte weg, doch als ich versuchte ihn zu fassen, doch ich wurde weggestoßen. Ich fasse es nicht, schockierendes Ende. Alter, was ist denn passiert, lieber Shaw? Ich habe keinen Plan, was bislang passiert ist. Die haben die Rune Algis gefunden und haben das in ihre Brust reintätowiert, beziehungsweise in ihren Ja, Blazer. von wem? Von dem einen Freund, der von den dreien dabei war, oder was? Richtig, der eine, der die Algis-Rune gefunden hat. Oh, tschüss, ja. Das gebe ich später mal auf Das Google macht alles Sinn. Ja, definitiv gute Idee. ein. Wir haben hier einen Löschantrag unterstützt. Vom guten Curator MGR. Magic Ja. wirkt unfertig und wenn sie das nicht ist, ist sie wirklich nicht gut. Ah, keine Details, keine Spannung, kein Grusel. Sehr kurz, ohne irgendwie auf Spannungsbogen oder ähnlichem zu achten. Löschantrag unterstützt. Ja, falls du Änderungen vornehmen möchtest, kannst du dies gerne tun, denn eigentlich wäre ich sogar froh, da das meine erste, zweite, Erstmal ein zweiter. auch erst zwei, Passt da die zweite quasi? ja, ist und ich, und die erste bereits Mit Z. gelöscht wurde.
Nein, das ist wirklich die erste, die zweite, ne? Erste, zweite, verstehst du? Die erste, die noch online ist. Ist die erste, aber eigentlich die zweite. Im ersten. Ja. Im zweiten Sein ist sie die erste. Definitiv. Ich muss sagen, Rune, ne, wir müssen ja positive Kritik äußern, ne? Die Rune an sich ist mal ein Thema, was wir noch nicht hatten, lieber Show. Ist korrekt. Es wirkt Potenzial, aber die Geschichte endet nach. Doch, als ich versuchte, ihn zu fassen, doch ich wurde weggestoßen. Richtig. Mit einem Satz, der wenig Sinn ergibt. Es war noch nicht wirklich ein Klimax, da ist das Problem. Und eine Geschichte ohne Klimax ist wie Sex ohne Sex. Ja, oder Sex ohne Klimax, sag ich immer. Ey, man muss dem Klimawandel auch mal entgegenwirken, mal ganz ernsthaft. Deswegen sage ich ja Augen auf in jeder Art von Verkehr. Als nächste haben wir... Augen zu und durch, sage ich immer. Exakt, das dachte sich Mr. Krabs auch, als er auf Rachefeld zu ging. Was für ein Zufall. Mr. Krabs Rache ist die nächste. Hi, gute Überleitung, lieber Shaw. Glaube ich dir nicht, aber ich nehm's. Okay, ich habe den Anfang gelesen. An sich ist es nicht schlecht, eine DVD am Boden einer Straße zu finden, da sie nichts kostet, aber manchmal sollte man es nicht, sollte man es lassen, da manche nicht das sind, was sie sein wollen. Nicht das sind, was sein sollten. Noch creepiger. Noch falscher. Am Boden einer Straße ist auch nicht schlecht. Nicht, dass wir uns da irgendwie falsch verstehen. Ich ging gerade von der Arbeit nach Hause, als ich eine alte DVD auf der Straße sah. Hoffentlich am Boden einer Straße, damit das auch Sinn macht mit der Einleitung. Ich bemerkte, dass es eine von der Serie SpongeBob Schwammkopf war. Schön formuliert. Mhm. Und es stand noch MKR drauf. MKR, das wissen wir natürlich, wie als gebildete Leute, für was diese Abkürzung steht. Ja. MKR ist nämlich eine Metzgerei. MKRmetzger.de, da könnt ihr Sachen bestellen, wenn es euch interessiert. Oder das Münchner Kirchenradio. Ach, also das ist ja mein Morgenritual. Natürlich, nicht nur deins, und ich lebe nicht mal in München. Apropos DVD auf der Straße finden, ich habe neulich auf dem Boden der Straße, Entschuldigung. Ich habe neulich auf dem Boden der Arbeit von meiner Arbeitsstelle eine DVD gefunden, die hieß Alt und Hässlich 2. MKR. Die kann ich euch sehr empfehlen. Nein. Nein. Ich blieb sowieso nicht raus, aber okay. Fuck it. Alfie ist schuld, ich nicht. Don't kill the messenger. Oder der es hostet. Neugierig hob ich die DVD auf und machte mich auf nach Hause. Okay. Als ich zu Hause ankam, wollte ich unbedingt sehen, was auf der DVD war. Gar nicht. Und schob sie in den DVD-Player. Oh, das ist eine gute Idee dafür. Mhm. Dann wusste ich, was MKR bedeutet. Nee. Es war der Titel der Folge. Mr. Krabs Rache. Also ich fand den Titel unglaublich gut und dachte, dass Mr. Krabs etwas von Plankton stehlen und sich somit an ihm rächen würde. Das gab's schon mal. Naja, das ist der Plot von jeder fünften Folge gefühlt. Ungefähr. Als die Folge anfing... Stand dort vor 17 Jahren. Warte mal, Punkt. War das eine subtile Kritik an SpongeBob Schwammkopf gerade von dir? Nein. Okay. Moment. Alfie, da sagst du sofort nein, vehement. Aber wenn du hier anfängst, Leuten zu erklären, wie sie Drogen nehmen, dann wirst du komischerweise ausführlich. Irgendwas stimmt da nicht. Lassen wir das so stehen. Nee, ist okay. Ich habe niemanden beigebracht, wie sie Drogen nehmen. Ja, ist klar. Nicht offensichtlich. Drogen zerstören den Körper, die meisten jedenfalls.
Also es gibt ein paar gefährlichere wie Heroin, Nikotin und danach sah man Mr. Krabs und seine Frau, die sie Eva sicher, dass es Krabs ist und nicht irgendwie eine alte DVD vom Dritten Reich. Es war einfach toll, sie zu sehen. Ist ein kleiner Funfact, die Frau von Mr. Krabs heißt wirklich Eva und ist die Eva Braun ausgeschnitten, die Bildaufnahmen, und dann in SpongeBob eingefügt. Ah, Gehirnwäsche. Ja. Okay. Sie war kein Wal, sondern eine andere Krabbe. Dün, dün, dün. Sie unterschied sich nicht so stark von Mr. Krabs, nur Lippenstift, ein Kleid und etwas schlanker. Fettshaming auch noch, mein Gott. Man sah die beiden in einem Adaptionshaus, genauer gesagt, in ein Zimmer mit einer Hebamme und einem Baby. Für diejenigen, die nicht wissen, was das Wort Adaptionshaus heißt, das Baby war Perla. Alle schienen glücklich zu sein. Wow. Dann sah man SpongeBob aus seinem Haus gehen. Und keiner war glücklich. Er verabschiedete sich von Patrick und Thaddeus, welcher ziemlich nett zu SpongeBob war. So kannte man Thaddeus gar nicht. Out of character, Handlung, creepy. Ja, aber dass er den Namen Thaddeus richtig geschrieben hat, das ist schon bewundernswert. Schon mal anfangen. Noch nicht zu viele Schreibfehler. Als er in der Bootsfahrschule gelernt hat, als er in der Bootsfahrschule ankam, Komma. So rum geht's, war Mrs. Puff nicht zu sehen. Er nahm sich die Schlüssel und sagte, oder, da muss ich überhaupt, nee, es geht nicht. Komm, glaub nicht, Jane, das war schon gut. Hä? Das war ja Peter Griffin. Ich mach meine King of the Hill Stimme. Da muss ich heute wohl alleine fahren. Der Boy ain't right. Ich fing an zu lachen. Dann, da ich wusste, dass diese Aktion kein gutes Ende nehmen konnte. Achso, er lacht. Ich dachte SpongeBob. Zu diesem Zeitpunkt, aber er war ultra SpongeBob-Fan. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie recht ich hatte. Ist es Dan Brown? Hat der das dir Geschichte geschrieben? Aber ich meine, mit dem Schreibstil ist es noch gar nicht mal ganz schlecht. Ich hasse nur diesen allwissenden Erzähler, weißt du? Deswegen ist auch Dan Brown nicht so geil. Ach. Oder deswegen finde ich James Brown auch besser. Dan Brown, Eva Brown. James Brown. QAnon und nächster Drop of 4chan. Als er anfing zu fahren, macht er es eigentlich ganz gut. So, als hätte er bereits einen Führerschein. Führerschein? Dan Brown? Braun. Eva Braun? James Rassismus, Dan Brown. Führer? Hitler? Ich sehe schon einiges hier. Mhm. Wir sind die Einzigen wahrscheinlich. Alfie, das Bier kommt anscheinend gerade durch die Leitung durch. Plötzlich fuhr er runter von dem Testgelände auf die öffentliche Straße. Oh. Auf den Boden der Straße? Ich dachte, dass er mal was anderes probieren wollte, als er genau in diesem Moment die Kontrolle verlor und auf den Park zuschlitterte. Ja. Hä? Ich dachte, dass er mal was anderes probieren wollte. Er fährt mit dem Auto und probiert was anderes auf der anderen Straßenseite. Ja, dieses Bootsfahrschüler-Trainingsvideo, das basiert wahrscheinlich darauf. Dann sah man, dass Mr. Krabs Eva Braun, Dan Brown, James Brown, Führerschein, wir behalten es im Hinterkopf, und Perla, da versuchen sie uns wieder auf die falsche Fährte zu locken, in der Schusslinie waren. Ich rief innerlich, weicht aus, weicht aus. Fired, fired. Und dann bemerkte ich etwas. SpongeBob lachte wie verrückt. Das war kein glückliches, sondern ein wahnsinniges, beinahe krankes Lachen.
Fast schon creepy. Ich wusste nicht, was noch passieren würde. Und dann geschah es. Nicht sagen Sätze, nice. SpongeBob krachte frontal in Mr. Crab, frontal in Mr. Crabs Frau hinein. Brach sich die komplette Vorderseite. Hat SpongeBob nicht mal in irgendeiner Folge sich die Hüfte gebrochen? Ja, allerdings. Jetzt werfe ich auch mal so hinein. Man sah, wie der Wagen ein Spur aus Blut hinter sich herzog und der Kinderwagen mit Perla weggeschleudert wurde. Man sah, wie der Wagen ein Spur. Ja. Ist nicht ganz so aufgepasst. Ne, Spur aber... nicht so, ne? Ist ein Einspurhase auf jeden Fall. Mr. Krabs rannte sofort zu ihnen und flehte seine Frau an, nicht zu sterben. Sterben holt man nicht, ey. Heute bitte. Nicht, komm schon. Bitte. Ach komm. Mann. Stirb nicht. SpongeBob krachte, ja. Jedoch war es mehr als offensichtlich, dass jenes nur noch halb existierende Gesicht Teil einer Leiche sein musste. Hä? Dass jenes nur noch halb existierende Gesicht Teil einer Leiche... Ich denke schon, ich lese, als wäre ich besoffen und im Delirium, aber das steht da. Nee, ich kann dir sagen, der Alkoholpegel ist noch nicht so schlimm, dass du noch nicht normale Sätze strukturieren kannst. Wobei, Jokes on you, ich habe selber heute ein Bier getrunken. ein Viertel Bier, komm. Ja, ich meine, ja, logisch, aber ich meine, wer weiß, vielleicht sind wir ja wirklich Asiaten. Ja, oder? Die mischen jetzt was ins Bier rein, nämlich Alkohol. Die guten Amphetamine. Die sind gefährlich. Ich würde euch Kokain empfehlen. Als auch Mr. Krabs dies realisierte, ließ er von Eva ab und rannte zu Perlas Kinderwagen, welcher vollkommen demoliert am Boden lag, so wie mein Podcast langsam auch. Oder unser Podcast. Letztendlich fand er sie und es ging ihr gut. Plötzlich erschien ein weiterer Szenenwechsel und mit ihm ein einzigen Wort. Dankeschön, Word, dafür. Oder WhatsApp. Heute. Man sah Mr. Krabs an einem Kalender stehen und er murmelte die ganze Zeit so lange her. Hui. Danach sagte er mit einem verstörendem Unterton. Erst kommt sein Freund. Klingt ja gar nicht nach Mr. Krabs. Ja, erst kommt sein Freund, dann... Oh mein Gott. Es ist kein guter Satz. Erst kommt sein Freund. Doch, schon in Ordnung. Ach, aber es das geht schon, aber nee, es ist nicht, was nicht schön formuliert, finde ich. Was mich da eher stört, ist, dass wir Anführungszeichen und dann das Ausrufezeichen haben. Mein Gott, das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Mann, peinlich. Ja, wir können trotzdem noch zu 1%, glaube ich. Ja. Ich habe geahnt, was das bedeuten würde. Dass er in Deutsch nicht aufgepasst hat. Achso. Ein weiterer Szenenwechsel. Man sah Patrick in seinem Haus in einer Ecke sitzen und dahinter war Mr. Krabs, der ihn mit einem Messer bedrohte. Ganz was Neues. Dachte in dem Fall mal mit einer Gabel oder mit einem Göffel zur Abwechslung mal? Nee. Ganz entgegen seinem Naturell. Okay. Schien Patrick sich diesmal dem Ernst der Lage bewusst zu sein. So Patrick wimmerte mit einer lauten, verzerrten Stimme. Mr. Krabs lachte krankhaft und fing an, Patrick langsam das Messer in den Rücken zu bohren. Betrachtet das Messer etwas genauer. Ich versuchte mir klarzumachen, dass ich nur eine Zeichentrickserie sah, dass dies alles nicht real gewesen war. Was soll das heißen? Das ist auch wieder ein Satz.
wo eigentlich noch ein Nebensatz folgen sollte, lieber Wo, Chime. Alfie? Bei dem Danke. eigentlich. Scheiße. Ja gut, das schiebe ich jetzt mal aufs Wollte Bier. gerade sagen, ja, es sei halt, halt dem Alkoholpegel zuzuschieben. Ja, also das halbe Glas, ne? Moment, das ist Es das. steigt mir schon zu Kopf. Ich habe das falsch gelesen, dass dies alles nicht real gewesen war, die Supermarktkette. Och nein, Schleichwerbung. Jetzt macht auch noch alles Sinn. Sponsored by. Jedoch gelang mir das nur halbherzig und mir wurde schlecht. Ja, bei der Grafik so von SpongeBob und beim Zeichenstil, da wird dann so schnell schlecht, wenn man ein Messer sieht. Na, also eher bei dem Zeichentricks, bei dem Stil vom prähistorischen SpongeBob eher schlecht, aber das ist eine andere Sache. Jeder versucht sich gegen mein Mittagessen, welches jetzt wieder. Oh Gott, das ist ein bisschen. Na, passt irgendwie hier nicht rein. Jeder versucht sich gegen mein Mittagessen, welches jetzt wieder anklopfte, zu wehren, scheiterte kläglich und ich musste mich übergeben. Dies tat ich. Selbst als ich nach der ganzen Zeit wieder aufsah, war Mr. Krabs Abos Steht es in der Überschrift genauso eigentlich Da dran? ist es zusammengeschrieben. Das ist Nein, ein, doch, doch, das ist ein Satz oder ein Wort. noch damit beschäftigt, in Patricks Rücken herumzubohren. Wie mein Zahnarzt, nur der macht es nicht im Rücken. Ansonsten würde ich mir Sorgen machen. Das laute Wimmern von Patrick, mach mal. Perfekt. Als wäre ich direkt da, wurde immer leiser, bis es letzten Endes komplett verstummte. Mach mal kurz. Nice. Apropos Zahnarzt, ich war neulich beim Kieferchirurgen, ne? Hieß er erst Weil mit ich Nachnamen Sutherland? nein, weil ich ein Stück Buchenholz verschluckt habe. Er hat gesagt, nee, kann dir nicht helfen. Ich bin Kieferchirurge und kenne mich mit Buchen nicht aus. Und er sagt, naja, so ein Problem, aber zumindest kann ich mir jedes Mal im Hotel ein Zimmer buchen. Aber so, die benutzen ebenfalls Kiefern. Mein Gott, ey. Oh, Ah, Mini, hast du gerade Alfie. Scheiße erzählt? Mr. Krabs ging aus dem Haus. Kein Ton, kein Szenenwechsel. Nur der leblose Körper von Patrick, in welchem noch das Messer steckte, war, da fehlt ein Komma, war zu sehen. Da fehlen sogar zwei Kommata. Seine Augen waren weit aufgerissen, der Boden mit Blut verschmiert. Woher kommt das Blut jetzt aus dem Rücken herumbohren? Ich dachte, der stochert da nur ein bisschen herum. Vor allem, seit wann hat ein Seestern Blut? Ja. Alle, die keine, also nur Mensch hat Blut, die anderen Tiere halt nicht. Ist korrekt. Die Wände sonderten grünen Schleim. Ach nee, Moment. Ich wusste, es war ein Cartoon, dass es nicht real war. Wieder Schleichwerbung. Allerdings hielt all mein Wissen meinen Körper nicht davon ab, in eine Schockstarre zu verfallen. Aufgrund eines Cartoons, ja. Was? Macht Sinn, Alfie. Macht Sinn. Okay. Das wohlbekannte Geräusch von Patricks Haus. In Deutschen braucht man das Apostroph nicht. Patrick ist Haus, welches geöffnet wurde, unterbrach die Stille. SpongeBob kam herein. Komma. Mein erster Gedanke war, Dass ich das Komma vergessen hatte. dass er traurig oder gar wütend sein würde. Doch sein gleichgültiger Gesichtsausdruck widersprach mir mit jeder seiner Fasern, okay? SpongeBob nahm sich das Messer, betrachtete es genauer und stach mehrmals auf Patrick ist leblosen Körper ein. Zuerst lustlos, beinahe gelangweilt, doch dann immer schneller, euphorischer. Aber hat nicht Mr. Krabs ihn eingestochen und warum aus Rache und jetzt macht SpongeBob das aus Lust und Tollerei? Und aus Euphorie. Ach, Euphorie, ja stimmt. Er fing an zu lachen. Erst leise. In sich hinein.
Doch, desto schneller und besessener er auf Patrick einstach, änderte sich sein Lachen. Das war das so feste Cactus. Es war dasselbe Lachen, Ja. welches man auch gehört hatte, Komm mal. als er Mr. Krabs Ist. ist, Mr. Krabs ist, Frau überfuhr. Mach das nochmal. Ich bemerkte, wie sich bei diesem Anblick Angst in mir ausbreitete. Das Böse inmitten des psychopathischen Anblicks ist, welches sich mir Der. bot, kam erneut ein abrupter. Ich sah nicht, wann er da muss drauf veranlegt. Szenenwechsel. Warum kriege ich hier Foreigner Living in Thailand? Jetzt ist die Werbung weg. Das ist creepy. Da war gerade eine Werbung, Ja. genau als ich sie vorlesen wollte, war sie weg. Das ist Ich creepy. bekomme Werbung für Aldi. Ich bekomme eine Werbung, heißt das Zeit oder Seid? Wieso ich? Ich habe die Pasta nicht geschrieben. Oder habe ich sie Ja, doch geschrieben? uns geht ja der Content aus, deswegen schreibt der Chime seit Ja. was, wie vielen Monaten? 3 Monaten Fünf? alle, ne, 5, ja. Ungefähr, ja. Ja. Ist die Paste selber, Hat ein ne? bisschen gedauert, bis wir den Boden bei dir rausgepresst haben. Wow. Ja. Ja, ich gebe euch mal einen Tipp. Wenn ihr einen Teppichboden habt, ne? Nicht rausreißen. Nicht rausreißen und irgendwo hin tun. Oh, Spaß an der Freude. Das ist. Ah, Freunde, hier ist Covid. Machen wir mal ein bisschen was Außergewöhnliches. Teppichboden raus und verbrennen. Dann. Die Vermieterin, du hättest es sehen müssen, Giant. Huiuiui. Also, wenn man jetzt komplett politisch unkorrekt wäre, dann könnte man sagen, schon lange nichts mehr auf einem Haufen verbrannt. Aber machen wir ja nicht. Ja, so Hexenverbrennungen, das war doch. Das war eigentlich nicht meine, aber egal. Ja, aber ich schieb's jetzt mal auf Ach so, du, Hexenverbrennungen, au, weil du das wolltest ist mich lang retten, genug her. Dankeschön. Na. Ach, ich hab ja gar nichts gesagt. Blitzdings. Oh. Ganz schön Wo creepy, die waren wir? Jetzt Pasta. habe ich's ganz vergessen. Ist alles weg. Ich glaube, beim Mann. Szenenwechsel. Man sah Mr. Krabs, jetzt ohne Apostroph, vor SpongeBobs Haus stehen, Auch ohne in der Hand Apostroph, eine also Haus. Machete. Machete Kills, übrigens ein Film mit Danny Trejo. Gesundheit. Und übrigens Haus auch ohne Apostroph diesmal. Oh. Er öffnete die Tür und trat ein. Ja, dies tat er. Gut, dass er es ja nicht nur geöffnet hat. Man hörte die ganze Zeit SpongeBobs wahnsinniges Lachen, welches mit jedem Schritt hineingeschrieben, von Mr. Krabs ist, schriller und lauter zu werden schien. Wieso Als schreibt er den Namen immer unterschiedlich? ja, Scheint. jetzt hat er das Plural komischerweise wieder mit Apostroph gemacht. Und jetzt wieder ohne im nächsten. Als Mr. Krabs die Tür öffnete, hinter welcher sich das Lachen verbarg, na doch, richtig, sah man SpongeBob, welcher scheinbar willkürlich auf Perlas leblosen Körper einstach oder das, was noch von ihm übrig war. Jetzt schreibt er das mit Doppel-S. Und Bella ist. Wobei er hier eigentlich ein einzelnes S braucht. Ja. Mann. Es ist zumindest konstant. Konstant, inkonstant, da ist nichts konstant bei seiner Schreibweise. Manchmal macht er eine Apostrophe hin ohne Grund, manchmal mit Doppel-S, manchmal mit ein. Ja, okay, das mit dem Apostroph S und ist und so weiter, das ist zwar inkonstant, da gebe ich dir recht, aber zumindest die das Konstante, die ist zumindest konstant. Also immer konstant Naja. falsch, aber immerhin konstant. Konstant falsch. Aber es hat alles kein System. Daran erkennt man übrigens, dass die dass es keine Trollpasta ist, sondern eine echte. Was mich sehr erfreut. Ich habe auch gehört, übrigens, der Schreiber kommt aus Konstantinopel. Das heißt doch jetzt anders, habe ich gehört. Nee, nee, der Ach ist so. oldschool.
Er kommt halt aus dem Oldschool-Viertel, Und ne? zuerst kam er aus Konstanz. Ein Glück hast du mir das gerade nicht geklaut. Wie wär's mit Byzanz? Komm dann. Kein Kommentar dazu. Dein Satz. Als Mr. Krabs die Tür öffnete, hinter welcher sich das Lachen verbarg, Haben wir doch schon. sah man SpongeBob, welcher scheinbar willkürlich auf Pedas, ja, das ist doof, leblosen Körper einstach, oder das, was noch von ihm übrig war. Nur als kleiner Reminder, wir sind gerade geschliffen. Mr. Krabs rannte auf SpongeBob zu und stach mit dem Messer auf ihn ein. Auf ihn ein. Sind auch alle konstant. Immer und immer wieder. Danke für den nichtssagenden Satz wieder. Warum kriege ich immer die kurzen Sätze? Er keuchte und schrie willkürlich umher. Schrie willkürlich umher. Umher! Umher! Während er das Messer jedes Mal von neuem aus SpongeBob herauszog und es ihm und es erneut in ihn zu rammen. Umher! 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 Alter! Der gelbe Schwammkopf zerlegte sich nicht, wie so oft schon in der Serie gesehen, in einzelne gelbe Teile. Nee, nein. Nee, 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 nee. Nein, nein, nein. Er blutete. Und einige Eingeweide wurden mit dem Messer herausgerissen, wie sein Gehirn, was eigentlich eine Mütze ist. Mhm. SpongeBob lachte einfach weiter. Mama. Hey, das ist definitiv Bootleg, SpongeBob. Selbst während er starb. Ein Flackern. Der Bildschirm wird schwarz. Rassistisch auch noch. Da, Eva Braun, Dan Brown, Führerschein, Bildschirm James wird Dean. Schwarz, Illuminati, QAnon. Langsam wurde ein Satz in roter Schrift eingeblendet. Blut. Am nächsten Morgen. Erneutes Flackern. Man sah Thaddäus in SpongeBobs Haus gehen und sah, wie er auf ein Bild blickte. Jetzt, ich habe es gerade bei dir gemerkt beim Vorlesen. Jetzt bist du total irritiert, weil bei SpongeBobs kein Apostroph da ist, ne? Oh ja. Es fehlt einfach, ne? Das ja, irgendwie schon. Völlig verwirrt. Ein Bild von SpongeBob. Darunter stand: You will die. Es schien, als wäre der Satz ein Natürlich. Klischee. Ja. Es schien, als wäre der Satz mit Blut unter das Bild geschrieben worden. Wieder ein Flackern. Also mal ganz ernsthaft, ohne, ne? Weißt schon? Ernst gemeinte Kritik. Können wir irgendwann mal eine Pasta, die auf Pokémon oder auf SpongeBob oder auf irgendeiner Kindesserie basiert, können wir die mal bitte ohne das Standard Blut und Gore, geht das? Die wahre Geschichte Planktons und wir haben ja noch zwei weitere. Da ja, okay, also nicht. Noch ist Potenzial auf jeden Fall vorhanden. Langsam blendete die Outro okay, Music von SpongeBob ein. Dün, 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 büm, büdüb, büdüb. Gar nicht schlecht. Sie war langsamer als normal. Allerdings. Büm, büb, büm, düb, büdüb, büdüb. Oh, jetzt ist es viel zu schnell wieder. Verdammt. Verzerrt und ich hätte schwören können, dass ich Patrick ist Wimmern darin vernehmen konnte. Ich hätte schwören können, dass das Alfie gesungen hat, aber okay. Dann kam erneut ein Satz. Erzähle niemandem von dieser Folge oder du wirst es bereuen. Okay, er hat's bereut. Als ich mich nach einiger Zeit aus meiner Starre lösen konnte, nahm ich die DVD mit zittrigen Fingern aus dem Recorder und schmiss sie in den Müll. War das war da, stand da eventuell noch drauf ein Hauch von Tüll? Gehört in den Müll. Schön. Ei, ei, ei. Ich konnte die Nacht nicht schlafen
und an nichts anderes mehr denken als an diese Folge. In dem Kontext übrigens kann ich nur sagen, da wir ja das Klischee wieder hatten, ne? Da stelle ich mir jetzt Patrick vor, hebt seine Hand und fragt dann, ist Klischee auch ein Musikinstrument? Nein, Klischee ist kein Musikinstrument, meldet sich wieder. Blut ist auch kein Musikinstrument. So schnell es ging, lief ich zum Mülleimer, um sie... Achso, Moment. Die Sonne ging auf. Nee. Wo waren wir jetzt? Doch. Nee. Doch. Ja. Die Sonne ging auf und das erste Mal seit langem... Und das erste Mal seit dem letzten Abend schoss mir ein klarer Gedanke durch den Kopf. Ich muss diese DVD vernichten. So schnell es ging, lief ich zum Mülleimer, um sie herauszunehmen. Doch Alfie, creepy, sie war nicht mehr da. Ich täte mich ungläubig, hoppala, ne? Von meinem Mülleimer weg, als ich im selben Moment ein Foto auf meinem Kühlschrank sah. Das lag halt da so oben drauf. Ein Foto von SpongeBob, unter welchem stand You will die. You will die. Ich erinnerte mich daran, dass das Bild auch in der Folge zu sehen war. Stimmt ja. Flashback. Ich muss mich erinnern, was bisher geschah. Am besten nochmal die Folge Trashy Pasta zurückspulen bis zum Anfang, damit wir uns wieder zurückerinnern. Aber F5. Giant fing an mit einer Rückblende über das vergangene Jahr von Trashy Pasta. Also alle nochmal Tabs öffnen, danke. Dann fuhren die beiden fort und begannen die Geschichte zu lesen. Es war spannend und jetzt geht's weiter. Ein Foto, ne, von Jubel da, ne? Mhm. Ich erinnerte mich, dass das Foto auch in der Folge zu sehen war. Wie meint er? Nach dem Flashback? Du kennst das? Wenn der Rewind gezeigt wird, lieber Giant, ne? Natürlich. Dann wird immer auch die letzte Szene nochmal nachgesprochen. Ne? Nicht in King of the Hill. Aber in den Abenteuern der Meerjungfrau. Das könnte sogar richtig sein. Es schien, als wäre dieser Satz mit echtem Blut geschrieben worden. Oh. Mit echtem. Das vorher war Kunstblut. Nicht nur, weil es noch am Foto herunterlief, sondern, Alfie, kein Scheiß, sondern auch, weil ich schwören konnte, dass das Wimmern, welches jetzt aus dem Bad zu hören war, gestern noch nicht da war. Aber vorgestern war es da. Da ist mein Hund gestorben und dann habe ich gestern nichts gehört. Und Bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr eine DVD irgendwo am Boden seht. Wenn sie zum Beispiel Alt und Hässlich 2 ist, ne? Lasst sie dort liegen. Wer weiß, was sie auf ihr befindet. Oder in ihr. Aber ja, macht Sinn, was man auf dem Boden sieht. Konstantinopel, vorher Konstanz. Wir haben die geografischen Daten gelockt. Mein Gott, wir sind on a roll. God damn it. Gelockt wie mit einem Locker. Ja, Locher, meine ich. Jetzt macht Sinn. Keine unvollendeten Geschichten hochladen. Steht auf dieser Seite unter Regeln. Diese Geschichte ist ja nicht einmal ab. Doch. Doch. Die ist fertig. Vielleicht ist es ja eine alte. Ein alter Nachtrag, ne? Vom 6.4.? Von einem Monat? Ja, vielleicht hat er noch was geschrieben. Okay. Nun, ich habe die Post mal ein wenig überarbeitet. Es steht dir natürlich frei, diese Änderung rückgängig zu machen. Liebe Grüße, Sierra Leone. Löschantrag unterstützt, die Geschichte ist unfertig und es gibt sie bereits fast 1:1 so im Internet, wodurch ich davon ausgehen muss, dass es sich nicht um mein eigenes Werk handelt. So, sowas muss aber gekennzeichnet werden, falls es von einem fremden Autor stammt. Darüber hinaus halte ich die Geschichte nicht für sonderlich gut. Mir gefallen diese verlorenen Folgen und Massaker-Sachen nicht. Exakt, Klischee, hätte man besser machen können.
Eventuell weniger Gore, eventuell kein Blut das nächste Mal, ein bisschen mehr Psychological Horror. Ja, ja, das. Aber wie er jetzt diese Lost Episode-Sache inszeniert hat, das ist ja auch mal was Neues gewesen. Nicht einfach so wie, ich hab's irgendwo im Internet gefunden. Naja, sondern ich hab's irgendwo auf der Straße gefunden, am Boden der Straße. Es ist aber immer noch das Gleiche. Ja, und, aber es ist ein anderer Umstand. Naja, es kommt auch selber hinaus. Ja auch die verlorene Episode steht aber nirgendwo drin. Das ist nämlich Mr. Krabs Sache. Richtig. Nirgendwo steht, dass es verloren ist, ne? Verloren. Das steht in den Kategorien. Schockierendes Ende fehlt. Allerdings, da wollte ich nämlich gerade auch drauf hinaus. Ich hab's hinzugefügt. Oh mein verloren, Gott. Ne? Haben unsere Zuschauer nur die Zeit mit dieser. Oh, Alfie! Jesus Christ! Weil sie eher Zuhörer sind, das war nämlich ein Scherz. Jetzt, das war halt nicht die Wahrheit. Wahnsinn. Komm doch jetzt erst zur Wahrheit, lieber Sean. Mhm. Trademark. Nämlich die wahre Geschichte von Plankton. Ach, was ist jetzt oder die wahre Geschichte Planktons. Auf Jean oder auf Wahrheit? Auf Wahrheit. Okay. Also ich habe im Internet sehr viele Kommentare mit Wahrheit gesehen. Und ich glaube, das wird sich gut verkaufen, lieber Shaw. So Merchandise-mäßig. Mach das. Meinst du X-Factor, das unwahrhaftige mäßig? Ist die Geschichte wahr oder falsch? Ich sag's euch nicht. So ähnlich ist es passiert vielleicht irgendwo. Ein bisschen haben wir uns kreativen Freiraum genommen, aber da fragt ja keiner nach. Ist irgendwo in den USA passiert in den 80er Jahren. Des letzten Jahrtausends. Man kann die DVD übrigens kaufen für 100 Euro. Von ja, alle Folgen. 100 Euro. Das ist es wert. Ja, ich hab in den Kommentaren oder in den Reviews gelesen, die war vorher für 35 Euro drin. Aber Content. Die wahre Geschichte. Die wahre Geschichte. Planktons. Ja. Leg du los. Erinnere mich an meinen Lieblings. Du hast den ersten Satz. Erinnere mich an mein eigen kreiertes Meme. Was war das? Brad Stars. SpongeBob. Plankton und Mr. Krabs waren mal Freunde, doch Mr. Krabs hatte ein Unternehmen gegründet und dann hotte er. Ja, niemand mehr. Plankton konnte das nicht verkraften. Plankton wurde psychisch krank. Er ging zu seiner Ex-Freundin, schreite sie an und zuckte ein Messer, bis das ganze Blut auf dem Boden verteilt war. Bitte keine Trollpastas hochladen. Gut, haben wir das auch geklärt. Es hat zumindest keinen Gore dabei. Immerhin. Doch, das ganze Blut auf dem Boden. Scheiße, war da Blut, wirklich? Ich hab nicht drauf geachtet. Das ganze Blut. Oh. Das ganze Giant. Schon wieder ein Klischee. Aber keine Lust-Episode, ne? Sehen wir das Positive. Immerhin ein Klischee wurde nicht erfüllt, richtig. Gehen wir zur nächsten Geschichte. Das wahre, die Wahrheit ist Trademark, Rezept vom Krabbenburger. Mal schauen, was man alles für einen Burger braucht. Wir alle kennen SpongeBob. Nee. Falsch. Aber? Nein, war falsch. Wir alle kennen SpongeBob. Nein. SpongeBob. Danke. SpongeBob. Aber welche Zutaten stehen auf dem Geheimrezept von Mr. Krabs? Da fehlt ein Fragezeichen. Das ist eine Aussage. Er wird Mr. ausgeschrieben. Und im nächsten Satz sehe ich schon, steht's anders. Wenn du es nicht verstehst, lass es mich so erklären. Mr. Krabs? Mit MR, Punkt, abgekürzt diesmal, ist der Böse und Plankton ist der Gute. Mhm. Aber fangen wir von vorne an. Für diejenigen von denen. Nein, Jason, Kiwi, Giant. Oh, Entschuldigung. Fangen wir von vorne an. Das ist adelig. Also von vorne fängt an. Erstens. Mr. Krabs, diesmal wieder ausgeschrieben, ist die einzige Krabbe in der Serie. Abgesehen jetzt von seiner Mutter, die irgendwann mal auftaucht. Richtig. Mr. Krabs Restaurant ist eine riesige Krabbenfalle. Okay. Drittens. Ja? Mr. Krabs wird panisch, als die Polizei das Rezept sehen will und bringt den Polizisten sogar um. Viertens. Der Bürger heißt nicht. Oh.
gotcha. Der Burger heißt nicht ohne Grund Krabbenburger, also es ist doch kein Typo in der Überschrift. Am Anfang ihrer Karriere hatten Plankton und Mr. Krabs 2B. einen Streit. Ich schreibe mal im Deutschen mit 2B, weil es Krebs. Und ist. Mr. wieder abgekürzt. Er hatte seine Artgenossen verraten, um aus ihnen leckeres Fleisch zu machen. Danke, dass du dir den Text durchgelesen hast. Trademark. Es ist die Wahrheit. Leider ist das kein Creepypasta, sondern ebullian Trollpasta. No. Trollpasta-Wiki wäre sie wohl besser aufgehoben. No, bla bla bla. No, no, no. Das Wort Bürger brachte mich zum Schwunzeln. Wer kennt ihr nicht den Bürgermeister, den Bürgersteig und den Krabbenbürger? Nicht zu verwechseln, den Einbürgerungstest. Der war gut, lieber Kurator MGR. Der uns, hat der nicht uns gekickt vom Discord? Nee, das war ein anderer. Als ob uns jemand vom Discord kickt. Aber hier, lieber Kurator, ne, hast du hier schon mal gezeigt, dass du auf jeden Fall einen Sinn für Humor hast? Wie wär's denn mit einem Auftritt in eventuell einer zukünftigen Folge Trashy Pasta? Hm? Oder, just call me, ihr habt meine Nummer. Oder sind wir nicht gut genug? Können wir noch ausdiskutieren. Aber ja, no. Das war's. Ich denke, nein, ich denke, wir schreiben dem danach noch eine PN oder PM, eine Private Message, eine private Massage, kann ich dir auch geben. Oh, naja, natürlich, direkt nach der Aufzeichnung. Ja gut, mach die Abmoderation. Dachte, da kommt noch was ganz Großes auf uns zu. Pause. Das war's dann auch schon wieder für eine weitere Folge von Trashy Pasta, dem wohl trashigsten Pasten auf ganz YouTube. Nicht mal das Pluskampf war heute perfekt. Aber wir haben ein paar wahre Sachen rausgefunden. Welche von diesen Geschichten wahr waren und welche wir uns ausgedacht haben, werden wir in dem Fall in der nächsten Folge entschlüsseln. Aber eine Sache ist Fakt, sie wurden Pen to Paper gebracht. Jeder einzelne von ihnen. Und kauft euch den Merchandise. Vom Giant. Der nicht existiert. In dem, außer irgendjemand hat auf TeePublic, Redbubble oder so eventuell irgendwas hochgeladen, dann lasst es mich wissen und ich kauf's für sowohl mich als auch für das ganze Konglomerat. Das war nicht das Wort. Kanzler. Giant, zwei Dinge möchte ich noch klarstellen, bevor du das Video beendest. Mhm. Ich hab auf RedTube Sachen hochgeladen für dich. Nämlich auf Redbubble. Und nochmal zum Thema Werbung machen für Drogen. Ich rate hiermit jedem ab, Drogen zu nehmen. Die Arbeit, die ich bislang geleistet habe in den Videos, war reine Aufklärung und hat gesagt, nehmt keine Drogen. Mhm. Und hat vor allem die Gefahr von Tabak, Alkohol und Heroin hervorgehoben. Eins nicht. Ist schon mal klar, du bist nicht Mitglied der Partei. Aber nice try. Gedankenimpuls möchte ich ihn schon fast nennen. Dankeschön dafür, mein lieber Alfie. Du kommst trotzdem nicht aus der Geschichte raus, dass du Drogen verharmlost hast. Verabschieden wir uns fürs nächste halbe Jahr. Sagen wir fürs nächste Viertel, ja. Und okay. Der Zuhörer oder die beiden Zuhörer oder die 50... die jetzt noch zuhören, schreib bitte mal in die Kommentare, ne? Mhm. Na, Meister, ne? Mhm. Ob du findest, ne? Dass ich Drogen verharmlost habe oder halt nicht, ne? Das würde mich mal interessieren, ne? Und je nachdem, ob mir die Antwort gefällt oder nicht, werde ich sie löschen. Oder editieren. Classic Giant. So kennen wir ihn. Aber ja, könnte sein, dass es eventuell nur ein Vierteljahr dauert, denn der Alfie hat schon seinen neuen Boden, den er jetzt bekommen hat, rausgerissen. Das heißt, wir müssen ihn nur noch verbrennen, um Aufklärungsarbeit zu machen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Alfie und der Giant. Der Show, ja. Richtig. Lesen für euch das Beste vom Schlechtesten. Tschüss. Clickbait. Huhuhu. Ich habe wieder was gefunden. Der Schamane rät mir wieder zu neuen Weisheiten. Mit dem güldenen Bullen
der live mit dir spricht, lieber Scheint, werde ich dich über deine Zukunft beraten. Vielleicht sagt er dir auch was darüber, ob du Drogen nimmst oder nicht. Kann nicht sein, weil oder es geht ja nicht um, da würde es ja eher um dich gehen. Wir haben wieder eine weitere Clickbait-Sache gefunden, jetzt wieder der Alfie. Wir hatten Madame Tuchot und den, was haben wir hieß der? Goldener Fede? Goldener Reiter? Nee. Es war irgendein Tier. Leiser Falke? Ja, es war so eine Art. Genau, und diesmal haben wir den goldenen Bullen. Achso, da muss ich dir wahrscheinlich am besten der Dings geben, ne? Das wäre gar nicht mal verkehrt. Ja, ja. Ich was, Dings, warte mal. Welche Fragen hast du denn an den goldenen Bullen bislang? Ich glaube, er weiß schon, was für Fragen ich habe, deswegen überlasse ich das auf jeden Fall ihm. Gut. Dann hauen wir mal rein. Hallo. Ich bin goldene Bulle. Nee, goldene Bull. Oh Gott. Location Tracking. Ja, nein. Alter. Du bist mir erschienen. Ein Blitz ist mir erschienen in Piep. Etwas ist los, ja. Es betrifft dich. Ich biete dir eine kostenlose Wahrsagung an. Und was sind wir? Bist du eine Frau? Ein Mann. Fürs Ohr hat es nicht gereicht. Wir nehmen diesmal eine Frau. Auf jeden Fall ist er, der Schamane ist diesmal kein Gemälde. Goldene Bulle ippt gerade. Dein Name ist? Achso. Wie heißt du denn? Alfie mit PH. Mit Doppel F. Und Goldene Bulle ippt gerade. Am 6.9.69. Ja. Juli. Juni. September. Juni. 6.9. Oh, ist ja stimmt. Die 6.6. Scheiße. Ja. Juli ist der 9. Monat. Juli. Ich sende dir eine Kopie dieser Weissagung per E-Mail. Unter welcher Adresse möchtest du sie halten? Mach dir mal so eine 5-Minuten-E-Mail. goldener@bulle. Und @schamane. Weil wie hieß denn der andere Schamane? Ja, mit goldener... Punkt. Herz aus Gold. Herz. @schamane.de. Wunderbar. Ich zeichne das für dich. Oh. Ah, schon wieder. Das ist genau das Gleiche. Bedeuten Gott, ich hasse das Wort. Sentimentalität und Geld. Diese Feder, die zerstreut die schädlichen Energien. Sie zieht auch Glück und Geld an. Ich höre ein Lachen um dich herum. Hey, Glück auch, aber du nutzt das nicht. Du fühlst Schmerz und Stress tief in dir. Ich fühle den bösen Blick, eine Blockade. Es ist eine Weile her. Dein Fall ist ernst, Salvi. Aber das Glück ist nahe. Die Adlerfeder bestätigt es, aber etwas stimmt nicht. Ich muss weitermachen. Ich zeichne jetzt mit einem zweiten Stift. Die Krähenfeder. Hast du keine Angst? Dieser Stift ist nicht schlecht. Er ist ein Träger der Magie. Der Erwartung. Ich habe eine sehr intensive Vision. Ich zeichne eine dritte Feder. Es ist die Feder des Schwans. Jemand hilft dir, du musst mir vertrauen. Geld, schick mir. Neue Freunde. Eine Person, die zurückkommt. Ich bin das. Ich möchte wirklich nicht... Das geht ja auch um dich. Ich möchte wirklich nichts falsch machen. Du bist so nah am Glück, Alfie. Ich muss arbeiten, um dir ein großes, visionäres Orakel zu schicken. Ich brauche Zeit und Energie. Ich fange ja gerade an. Unsere Verbindung ist sehr stark. Er ist auch Glasfaser. bitte rede nicht über dies mit anderen. Okay, funktioniert schon mal nicht. Auf die Gefahr hin, diese Verbindung zu unterbrechen. Zwischen uns, Didos. Prüfe deine E-Mails. Sobald ich fertig bin, schicke ich dir eine Kopie. Ich weiß, es ist wichtig für dich. Ich fühle es. Deshalb biete ich dir dies an. Kostenlos. Ich beneide dich sehr. Das große Orakel wird dein Leben verändern. Ich verlasse dich nun. Ich muss weitermachen. Mit was? Die Visionen werden stärker. Ich muss sie verlassen, um mich an die Arbeit zu machen. Bis bald.
Der ippt aber sehr schnell. Ich wache über dich, der goldene Bulle. Goldene Bull. Hier ist ein Tiertotem übrigens, mein lieber Alfie. Oh, lies mal mir das vor, ich kann es nicht lesen. Dein Tiertotem ist der Bär. Wie er, das ist ein Reim, hast du einen überschwänglichen Pragmatismus und die Geduld eines Engels. Deine Diskretion, deine Intelligenz, deine Akribie, deine Bescheidenheit, dein Sinn für Kalkül, was gerade im Sommer nicht schlecht ist, dein diskreter Ehrgeiz, verbunden mit einer beeindruckenden Effizienz, das zeichnet dich aus. Aber du wirst dein hartnäckiges Bedürfnis nach Orientierungspunkten, Google Maps, und routinemäßiger Stabilität meistern müssen. Deswegen hast du auch keinen Boden gerade mehr. Oder du wirst in Einsamkeit leben, ohne Boden. Das trifft ja alles auf mich zu gerade. Schein, erzähl mir mehr. Alfie, ich gebe zu, dass ich eine besonders starke Verbindung zwischen uns fühle. Wollte ich hier schon länger sagen, lieber Sean. Das finde ich nicht gut, was für Worte mir hier in den Mund gelegt werden. Ich werde mich sehr schnell wieder bei dir melden, weil ich wichtige Informationen für dich habe. Behalte deinen Posteingang in den nächsten Stunden im Auge. Das ist eine kleine Spam-E-Mail drin. Während du darauf wartest, von mir zu hören, klicke hier. Ich habe dir einen Beweis hinterlassen, dass ich mich wirklich um dich kümmere. Ein Bild von dir. Wichtiger Hinweis durch das Hinzufügen meiner E-Mail kontakt@goldenebulle.com. Zu deinem Adressbuch erhältst du alle meine Nachrichten ohne Probleme. Oder das ist ein andernfalls könnten sie vom Filter blockiert werden. Ich frag mich warum. Dein Schamanenfreund kümmert sich, der sich um dich kümmert. Goldene Bulle. Sogar falsch geschrieben wieder. Goldene Bulle. Gut, jetzt haben wir auch rausgefunden, was für ein Tiertotem du hast. Klick mal hier. Nein. Klick mal hier. Bist du verrückt? Doch. Nein. Da passiert nichts. Da kommst du auf ein Dokument, glaub mir. Ja, sicher doch. Mal kurz sehen. Es wird euch mal angezeigt, wo mich das hinleitet. Das ist nochmal ein bisschen bestialischer. Achso, doch, ja. Goldenerbulle.com, Tiertotem, Ritual und den Rest kann ich nicht entziffern. Ja, gut. Ja, genau wie die Nummern, die gerade oben stehen. Ich glaube, es ist sehr sicher. Gibst du auf der Seite ein Impressum? Weil Herz aus Gold war ja mein erster Schamane. Es gibt Kontakt. Oh ja. Mein erster Schamane, mit dem ich was gemacht habe. Möchten Sie mehr über Zahlungsmethoden erfahren? Wer bin ich? Das würde mich interessieren. Ach du Scheiße. Kannst du Google Research, Reverse Image Search, so heißt es, mal eingeben? Schauen wir mal. Ich habe Bing, ich weiß. Bah! Ja, ich Google, bam. Machen wir einfach mal das. Bilder. Wie ging das? Pff. Keine andere, ne? Nein. Ich glaube, du musst das Bild, geh mal auf. Nee, wir haben es ja hier drinnen. Pinch, ja, stimmt. No Expression muss noch weg. Dann Google Enter. Nö. Scheint echt zu sein. Ach, Quatsch. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, unter Schamanen. Genau, unter schamane.de. Kann doch nicht unmöglich mein Schamane sein, den ich. Das ist dein Schamane. Die indische Welt zittert vor Freude und Hoffnung. Warum sieht er aus wie ein Oblivion-NPC? Ach, daher kenne ich den. Er ist der Adoring Fan. Der goldene Bulle wurde im Herzen des Tals des wilden Pumas, USA, geboren. Gerade als die Sonne über dem Horizont erschien. In diesem Augenblick wusste sein Stamm, dass gerade ein außergewöhnlicher Mensch geworden war. Alle wilden Tiere zeigten ihre Freude und ihren Respekt. Die wilden Pferde bäumten sich auf, die Bisons. Ich glaube, die wollten ihn töten. Mit ihren schweren Hufen auf den Boden. Nein, die wollten ihn töten, das ist Satan. Und am klaren Himmel kreisten Dutzende von weißen Adlern und Aasgeiern. Schrill schreien, meine ich. Um ihren Respekt zu zeigen. Die indische Welt zitterte vor Freude und Hoffnung.
Für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, richtig. Okay. Das war. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will wissen, ob da irgendwas steht. Hoch, runter. Ja, ganz so. Runter. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Der goldene Bulle ist so stolz wie ein Pfau und so mutig wie ein schwarzer Bär. So entschlossen wie ein Steinadler, der seine Beute zerstreut. Ohne sie jemals aus den Augen zu lassen. Das Blut eines indianischen Kriegers fließt durch seine Adern. Okay, geh mal ganz hoch. Ob der Impressum irgendwas muss doch angegeben sein, wem das gehört. Nö, ist nur Kontakt. Und erster Kontakt kostenlos. Wer bin ich? Ja, das ist ja das. Da sind wir aber bei Kontakt. Online-Shop. Sag mal. Lieder, Gebete und Mantras. Ist das nicht was mit Sex? Amanda. Entdecken Sie in diesem... Oh, ist ein Buch. Ja, okay. Das glaube ich nicht. Was flüstert der Wind in ihren Ohren? Was kündigt der Fluss an, der die Serenade singt? Welche wichtige Nachricht bringt Ihnen der Frühlingsmarienkäfer? Was bedeutet das Gebrüll des Vulkans, der ihre Füße schüttelt, dass eventuell der Vulkan gleich ausbricht? Was sagen die Wolken über ihre Kopfbedeckung? Oh, was ist eine Kopfbedeckung? Was für eine gute Nachricht wird Ihnen die glückliche Schwalbe bringen? Und so viele andere herrliche Lektionen, die seit Anbeginn der Zeit geheim gehalten werden, die Ihnen endlich, Alfie, endlich enthüllt werden, um Ihre Handlungen zu bestimmen und Ihr Leben dem Besten zu unterwerfen. Dem Besten, Mr. Schleinschein. Kaufen Sie dieses Buch voll hilfreichen Wissen, das Sie automatisch auf den leuchtenden Weg von Erfolg und Glück bringt. Ja, konsultieren Sie ohne Warten dieses kleine Meisterwerk der Enthüllung der Indianer, der ihren Weg in der Welt, okay, erleuchten und ihnen erlauben, mit dem großen Schaman zu sprechen, um alle ihre Projekte erfolgreich zu machen. Diese Bibel weltlichen Wissens wird sie niemals verlassen. Zu sehen, zu lesen, nach den Riten und den ursprünglichen Traditionen zu leben und diese zu praktizieren, wie es in der einfachen und zugänglichen Form von Liedern angebeten. Authentischen Fotos und heiligen Formeln dargestellt wird. Das Lied des blauen Maistanzes. Es geht nach einem Event, Stardew Valley. Maistanzes. Ja. Maistanz. Ja, ja, sag ich, deswegen ein bisschen nach Stardew Valley. Das geheime Lied der Darsut, das klingt nach einem Endgegner in World of Warcraft. In Titan Quest. Titan Quest. Das Lied der Sterne. Glaubst du meine Witze, meine schlechten. Die Dunkelheit. Das Ritus der Einladung, das klingt nach Tantra-Sex. Die Beschwörung des Morgens und der Morgenröte, der Neugeburt. Nachgeburt. Das Gebet des Tages. Hashtag Gebet des Tages. Die Beschwörung der Bäume und des Stroms. Also, mein Strom kommt aus der Steckdose. Klingt eher nach diesem Spell in Blood Moon, weißt du? Und der man dann einen Wolf bzw. einen Bären später beschworen konnte. Sprung meinst du? Ja. Fehlerfall. Alle Lieder und Gebete des Pawnee-Stammes, wer kennt ihn nicht? Die Darstellung des Kindes von Omaha. Die Beschwörung der fruchtbaren Pflanzung. Frühlingsgebet. Die Beschwörung der Nacht. Haben wir anscheinend schon hinter uns. Die Hirschzeremonie. Das Lied der Costa Concordia. Und die Gebete von Gilas Wache. 39. Oh, da machen wir ein Schnäppchen hier. Alter, statt 65 Euro nur 40, ey. Mach das mal. Land. Österreich, Liechtenstein. Oh, liefert nach Deutschland, Belgien, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein. Und wo ist Schwabenland? Schwabenland gibt es nicht, kann es nicht bestellen, scheint. Ja, natürlich schade. Aber Kontakt ist wirklich nichts, außer die E-Mail-Adresse. Da muss irgendwas stehen. Ethische Regeln vielleicht ganz unten. Respekt vor dem Einzelnen, Ehrlichkeit, Integrität und Fair Play. Chancengleichheit für alle Mitarbeiter. Sicherheits- und Gesundheitspraktiken, fairer Wettbewerb. Governance und Governance. Und Korruptionsbekämpfung. Governance ohne UU. Und vor allem
Das ist Korruption. Warum wird das nicht bekämpft? Das ist einfach nur Abzocke, meine, aber Korruption. Aber es ist von IWS International Web Services AG Industrie. Nevermind. Industriestraße. Ja, stimmt, die gibt's ja überall. In den USA. Alles klar. Und dann machst du es für die kleine Aftershow-Party. Wow. Clickbait. Wir sind der visionäre goldene Bulle-Schamane. Richtig. Der hat mich überzeugt. Mit so, also kann so ein... Schein, schick mir das Bild dann, ich finde raus, woher das kommt. Kann so ein Aktenfoto lügen? Das ist dumm. Wow. Glücklichkeit. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ah ja, genau. Mein Gott, Schein. Das, aber Glücklichkeit wünsche ich euch auch allen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Es war eine Freude, dass ihr zugehört habt. Ich mag euch alle. Ich liebe euch. Ich wünsche euch Glück. Warum hast du den Überfluss Schlüssel jetzt in die Hand genommen? Und wahre Liebe. Musst du den Kerker wieder absperren? Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Hast du mir Schlüssel gehört? Ja. Bis auf die... Natürlich, das war... Wo hab ich denn meinen hier? Ja, das war hier so... Ich liebe euch alle. Ja, ich hab so einen Zwillingsbruder, der auf dem Dachboden lebt, der dich jeden Abend mit Fischköpfen füttert. Und, dachte mit goldenen Bullen. Na, das der muss ich erst wieder aufsperren, ne? Lass mal den Bullen im Dorf hier. In dem Kontext, und dann kam der Gesichtsausdruck übrigens, weil den wird schon 8000 Mal gehört hat. In dem Kontext, bis ja, zur nächsten Ausgabe Trashy Pasta und oder Clickbait. Punkt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.